servus miteinander. Ich möchte euch begrüßen auf meinem Blog Salz und Pfeffer, bitte. Ich habe euch ja letztes Mal mein Mitternachtssnack, mein Bredel mit Entrecote drauf und Zucchini Cups gepostet. Und dann bin ich vor ein paar Leuten angeschrieben worden, ja, Zucchini Cups, wie funktioniert denn das? Was machst du denn da genau? Und deswegen wollte ich euch heute mein Rezept zeigen. Man braucht natürlich eine etwas größere Zucchini. Ich habe ein Drumding, schaut es mal her. So groß muss es nicht sein. Aber da darf schon was reinpassen, weil wir wollen ja da eine Füllung reinbringen. Und die Füllung besteht aus Champignon, Tomaten, Mozzarella und gehacktem Basilikum und Maggikraut. Drüber kommt ein geriebener Käse. Und außenrum, das ist wirklich das ganz Feine an der Geschichte, Salbeiblätter und der Speck. Und der wird mit Zahnstocher befestigt. Und das zeige ich euch jetzt im Anschluss. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie ich mein Zucchini-Kapfel. Ihr könnt natürlich da total kreativ sein und den mit allem befüllen, auf was ihr Lust habt. Vielleicht auch Fleisch, Hackfleisch oder Pute. Da ist wirklich alles möglich. Und jetzt setze ich mein Zucchini-Kap in die Grillschale und dann werde ich den bei indirekter Hitze 160 bis 180 Grad einmal auf den Grill schmeißen. So, gut, 180 Grad. Dann werde ich jetzt einmal den Grill abmachen, mein Zucchini-Kap drauflegen. Ich lasse ihn jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten drin, bis der Käse braun ist und außen knusprig, das sieht man ja. Muss man halt ein bisschen kontrollieren. Und er wird einfach auch nicht drucker, ja? Also durch den Speck außenrum, das ist wirklich eine optimale Geschichte. Und ich habe ja jetzt da so Riesenzucchini und viele Leute mengen ja den. Die mengen ja bloß die kleinen, aber ich meine, die sind feiner, aber gerade für sowas eignet sich natürlich so ein großer total gut und das war ja schon darum, wenn man den nicht nutzt. Ja. Und dann schauen wir jetzt einmal, was aus meinem Zucchini Cup wird. Da schaut es euch an, mein Zucchini Cup ist fertig. Der riecht super nach Salbei, Speck und Käse und den lassen wir jetzt dann schmecken. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, da hat mich gefreut und besucht meinen Blog Salz und Pfeffer, bitte. Wir sehen uns, bis bald.